Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Ihr hört, meine Stimme ist noch nicht richtig da. Ich werde auch langsam und leise reden. Ich hoffe, ich werde dann in der Nachbearbeitung, wenn es zu leise ist, halt das Mikrofon lauter machen. Ich hoffe, das hört sich dann immer noch gut an, weil ich meine Stimme noch ein bisschen schonen muss. Aber ich möchte unbedingt für diesen Sonntag ein Odin war shoppen machen. Weil da ist ein eine Sache mit bei, die ich unbedingt dann, wenn es klappt, morgen auch noch ein Unboxing machen will und das erste Mal aufbauen bzw. anbauen. Da warte ich jetzt schon eine ganze Woche drauf, weil das schon eine Woche hier ist, aber weil ich krank gelegen habe und so und wie gesagt, Unboxing und so, alles immer beim ersten Mal, habe ich das hier. Da kommen wir auch gleich zu. Da kommen wir erstmal zu einem anderen noch. Ich habe Oder wir haben so eine Packung Tücher bestellt. Die waren bei Amazon im Angebot. Die werde ich euch auch verlinken. Die sind leicht und sind halt. Welche Farben sind da überhaupt alles mit bei? Ich hatte die damals auch, wo ich in der Schule war. Wir haben Weiß. Wir haben dunkelrot, wir haben nochmal dunkelrot, oder Weinrot, wie man dazu sagen will, schwarz. Wir haben braun und wir haben rot. Und warum? Weil, ihr wisst, im Sommer, die sind halt, kann man auch schon fast so ein bisschen durchgucken. Die sind sehr leicht. Und wenn wir dann im Garten sind oder draußen sind und die Kleine halt nicht immer eine Mütze oder beziehungsweise eine Sommermütze, einen Sommerhut aufsetzen möchte und wenn die Sonne doll knallt, dann kannst du das mal schnell nass machen und zu so einer Art Bandana bei ihr, ja, und ihren Kopf machen. Und ja, das ist dann halt gut für den Sommer, habe ich mir so gedacht. Also ist jetzt meine Entscheidung. Frauchen hat da nichts mit zu tun. Das war jetzt, habe ich jetzt mir nur so gedacht, weil, ach, dunkelblau ist auch mit bei. Dass das halt vielleicht ein bisschen besser wäre, als weil die Kleine mag halt nicht immer diese Hüte aufgesetzt haben. Und da habe ich gedacht, das wäre halt jetzt eine sinnvolle Alternative. Der Kopf ist geschützt vor den Sonnenstrahlen. Und man kann das auch nass machen. Das haben wir nämlich vorhin Sommer auch mit ihren Mützen gemacht, wo es so doll war, warm war, dass wir dann halt die Mützen so ein bisschen nass gemacht haben, die Stoffmützchen. Und das war für die Kleine ganz angenehm. Und da habe ich mir gedacht, diesmal halt Tücher. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dazu ein extra Video machen soll, wo ich euch die Tücher zeige. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch was eingekauft bei Kick, wo ich eigentlich für 6 Euro hin wollte. Nee, Quatsch. Euro. 3,99. 3,99 sollte ein T-Shirt kosten. Das eine hatten sie aber nicht. Und dann hat die Kleine aber andere Sachen gesehen, die da auch am Regal waren. Und dann konnte ich nicht nee sagen. Kommen wir aber gleich dazu. Oder doch, komm, machen wir jetzt als erstes. Und danach kommen wir zu dem Highlight hier überhaupt. So, und zwar, ich wollte eigentlich, weil ich habe mich ja bei Kick und bei Rossmann und bei Teddy und so, habe ich mich ja registriert und dann halt kriegt man ja Newsletter. Und da habe ich Newsletter gekriegt, dass sie für 3,99 zwei T-Shirts haben. Also ein T-Shirt, 3,99, einmal dieses mit Paw Patrol. Und einmal ein blaues. Ich habe aber noch andere Sachen für sie und für mich bestellt. Das wird dann nächste Woche kommen. Da wird es dann nächste Woche nochmal ein Odin war einkaufen Spezial geben. XXL wahrscheinlich. Nur ein. Ah ja, ich will nicht so viel verraten. Und dann haben wir nochmal hier eine Paw Patrol Jogginghose dazu geholt, weil sie gesagt hat, das könnt ihr auch nicht schaden. Für zu Hause oder so im Kindergarten und Übergang und so. Das ist halt auch nicht. Oder zum Toben bei Oma ist halt eine Jogginghose auch nicht schlecht. Davon war meine Frau nicht begeistert, aber die Kleine, das zeige ich euch gleich. Dann
hat sie ein Minimaus-T-Shirt gefunden. Das war dann aber teurer. Das hat 4,99 gekostet, glaube ich. Ja, das hat 4,99 gekostet. Achso, die Jogginghose hat gekostet. Moment. 7,99. Ja, das ist halt mit den T-Shirts ködern so und dann wollen sie noch die Hose dazu und dann wird es doppelt so teuer. So, hier gibt es natürlich auch eine Hose dazu, die die Kleine dann natürlich auch wollte. Entschuldigung, könnte man auch als Pyjama tragen. Da ist auch Minnie Maus unten am Bein. Und hier ist, das ist ganz dünner Stoff. Das ist ganz toll. Und das hat gekostet. Oh, die war billiger. Die hat nur 3,99 gekostet. So. Und dann haben wir dann noch ein Kleidchen. Das hat gekostet 7,99. Das ist für 6- bis 7-Jährige. Meine ist jetzt 4. Nee, 3. Nee, 4. Die ist 4 geworden. Gott, das weiß ich nicht mal den Geburtstag von meiner Tochter. Mensch, 4 ist die geworden. 4. Mann. Und ja, die ist halt ein bisschen größer für ihr Alter. Also, schönes Leopardenkleid. Meine Frau wollte das absolut nicht. Sie sagt, das ist Leopard, geht gar nicht. Aber da ist Minnie Maus drauf. Und es ist ein schönes Kleid. Und das wollte die Kleine haben. Wir gehen ja immer wieder und gucken ja immer wieder. Sie sagt ja immer, schöne Kleider kaufen gehen. Sie will ja selber Kleider tragen. Und sie hat ja auch viele Kleider und so. Schönes Kleid, schönes Kleid. Aber so beim T-Shirt von Paw Patrol sagt sie auch nicht, nee. Jetzt haben wir heute auch hier Paw Patrol Schuhe bei Reno gesehen. Die wollte sie jetzt unbedingt haben. Aber 50 Tacken jetzt auf die Schnelle, das haben wir beide jetzt nicht. Ende des Monats, wir müssen erstmal warten. Und ein Sky-Rucksack. So. Hier habe ich was drin. Das werde ich erstmal auspacken. Da will ich auch ein Unboxing zu machen. Und ich will natürlich auch ein Video machen, wenn ich es anbaue. Das werde ich wahrscheinlich im Unboxing mitmachen. Und dann, ich habe ja bei meiner PlayStation, habe ich ja so ein bisschen Retro gemacht. Ich habe diesen diese was ausgefräst ist in den Plates, in den Original-Plates, und das ist auch original, zeige ich euch gleich, ist ja dieses PlayStation-Logo ausgefräst. Und das ist bei mir ja in den PlayStation-Farben, da habe ich so einen Aufkleber bei eBay geholt. Ja, ich drin geklebt und dann sieht das jetzt aus wie das originale alte Logo. Und jetzt haben sie endlich schwarze gehabt. Ich wollte die eigentlich direkt bei Sony vor einem Monat oder so schon bestellen. Das Blöde da ist, bei Sony kann man nur mit Kreditkarte bezahlen. Ich habe keine Kreditkarte, deswegen konnte ich bei Sony die nicht holen. Jetzt haben sie aber bei Amazon gehabt. Das sind die originalen Plates in schwarz. Da steht auch PlayStation und da steht Sony. Das sind die original Plates von Sony für die PS5. Und hier oben, da könnt ihr auch sehen, dass das Logo ausgefräst ist, wie bei den weißen. Und ich hoffe, das kann man in der Kamera gut erkennen. Da ist ja der Schriftzug Sony, der ist auch hier vorhanden. Ja, und gibt es ja jetzt in schwarz für die digitale Version und die CD-Version, also die Disc-Version. Dann, was waren da noch? Dieses das Blau und das Rot, was jetzt rauskamen oder rausgekommen sind für den Controller, das gibt es auch. Und dann sind ja jetzt noch neue Controller, Purple Red und Purple Dingsbums oder keine Ahnung. Jeweils zwei neue Farben sind rausgekommen. Da wird es auch Covers zu geben, aber so wie ich das verstanden habe, sollen die erst so Mitte des Jahres kommen. Jetzt gibt es erstmal nur Schwarz, Blau und Rot. Und diese für die B9 Controller, die soll es dann halt Mitte des Jahres geben. Und da will ich aber noch ein separates Unboxing machen, dass ich das in meine
PlayStation-Zubehör-Kategorie machen kann. Ja, aber ich wollte nicht die Fakes, die Billion-Dinger, weil da ist das Logo nicht ausgeschnitten. Ich bin da ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber ich bin bei der Sache bin ich dann, dann möchte ich schon die Originalteile haben. Ja, so wie das. Und das werden wir dann anbauen und gucken, wie sie dann aussieht in Schwarz. Und vor allem, wie das beim Schwarz mit dem Logo rüberkommt. Es gibt auch noch, noch andere Sachen, wo man dann halt hier im LEDs hier im Lüfter drin machen kann oder um den Lüfter rum machen kann. Dann leuchtet das hier auch anders. Ich habe auch schon Videos gemacht, halt einmal zum Pimpen der PlayStation, für den Aufkleber, der da drin kommt. Und für so Aufkleber, die man auf die LEDs machen kann, dass die im Betrieb nicht weiß leuchtet, sondern in der Farbe, die ihr möchtet. Also da klebt ja dann das Klebeband, den Kleber einfach rum. Der bleibt dann trotzdem, wenn ihr sie anmacht, das blau-blau leuchtet, rot-rot. Aber halt dieses Weiße ist dann nicht mehr weiß, sondern in der Farbe, wie ihr es wollt. Ist momentan bei mir Türkis, weil ich Angst hatte, dass ich durcheinander komme, wenn es blau ist. Aber ich und weil ich ja unten den blauen Standfuß habe. Aber ich werde das wahrscheinlich auch nochmal austauschen und mir das in Blau holen. Irgendwann mal. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das soll es soweit nämlich erstmal gewesen sein. Schaut auch nächste Woche mein Odin mal shoppen. Ich hoffe, dass ich es die Woche schaffe, noch zu bearbeiten und so, dass das jetzt alles online kommt. Weil nächste Woche, nicht nur, dass es ein Spezial wird, ein XXL wird, habe ich dann noch eine super Ankündigung für euch, was auch dazu, ich will aber nicht zu viel verraten, sonst erratet das vielleicht noch. Jedenfalls wird das richtig toll und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.